Die Volkswagen-Stadt Wolfsburg feierte ein freudiges Ereignis. Der Generaldirektor der VW-Werke, Dr. Heinz Nordhoff, wurde mit dem Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes ausgezeichnet. Und dann wurde der 1-millionste Volkswagen geboren. Diese einmalige Leistung in der Geschichte der europäischen Automobilindustrie war für die Arbeiter Grund genug zur Festtagslaune. Über 150.000 begeisterte Zuschauer erlebten im Werkstadion eine Exportrevue, die sie Deutschland noch nicht gesehen hat. Im ersten Gang ging es nach Belgien. Eine walisische Volksgruppe zeigte einen Tanz aus der Karnevalszeit. Der zweite Gang führt nach Südamerika. Im brasilianischen Rhythmus kommt der Motor auf Touren. Mit 100 Sachen zurück nach Europa. Das Königliche Wachregiment Großbritanniens zieht auf. Und im vierten Gang nach Paris. Das Moulin Rouge Ballett tanzt seinen French Cancan. Zum Abschluss vereinigte sich die ganze Welt zu einem glanzvollen Finale. Die Volkswagen-Stadt Wolfsburg feierte ein freudiges Ereignis. Der Generaldirektor der VW-Werke, Dr. Heinz Nordhoff, wurde mit dem Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes ausgezeichnet. Und dann wurde der 1-millionste Volkswagen geboren. Diese einmalige Leistung in der Geschichte der europäischen Automobilindustrie war für die Arbeiter Grund genug zur Festtagslaune. Über 150.000 begeisterte Zuschauer erlebten im Werkstadion eine Exportrevue, wie sie Deutschland noch nicht gesehen hat. Im ersten Gang ging es nach Belgien. Eine walisische Volksgruppe zeigte einen Tanz aus der Karnevalszeit. Der zweite Gang führt nach Südamerika. Im brasilianischen Rhythmus kommt der Motor auf Touren. Mit 100 Sachen zurück nach Europa. Das Königliche Wachregiment Großbritanniens zieht auf. Und im vierten Gang nach Paris. Das Moulin Rouge Ballett tanzt seinen French Cancan. Zum Abschluss vereinigte sich die ganze Welt zu einem glanzvollen Finale.